Moin aus Hamburg. Es ist Montag, der 3. Juli und ich müsste normalerweise jetzt anfangen und sagen Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Der DAX ist 35 Jahre alt geworden. 35 Jahre DAX gestartet 1988 und der Indexstand stand damals bei 1163 Zähler. Aktuell hatten wir das All-Time-High bei 16.400. Was für eine Geschichte. Ja, aber auch der DAX hat natürlich rauf und runter seine Bewegung gemacht. Aber wer es vielleicht nicht wusste, seit dem ersten Tag, ja, nach dem ersten Jahr, glaube ich, 89, gab es, wie viele Ältere es wissen, dann nochmal so einen kleinen, stärkeren Abverkauf, einen Crash. Ja, aber seit dem Start bis eindeutig hier haben wir eine Rendite, ich habe mir das notiert, von 7,8% pro Jahr im Durchschnitt. 7,8%, wenn man vom Anfang an durchgezogen hat. Und das bedeutet, wir haben einen Plus von 1.288%. Und in aller Munde, wenn man auf YouTube oder auch bei den Sparkassen sind, ETF sollte man kaufen, am besten sogar einen MSCI World Index. Ja, aber der MSCI World Index hat nur 1170% gemacht. Das heißt, der DAX hat tatsächlich auch den MSCI World über diesen Zeitraum geschlagen. Was für eine Geschichte! Und ich möchte noch ein bisschen beim DAX bleiben und Ihnen erzählen, von der Stabilität her, welche Werte bis dato ununterbrochen dabei gewesen sind. Auch die habe ich mir notiert. Fangen wir an bei A, die Allianz, dann BASF, Bayer, BMW, Deutsche Bank, damals Daimler-Benz, ja, E.ON, Henkel, RWE, Siemens und Volkswagen. Das sind die, die von Anfang an mit dabei gewesen sind. Ja, und wir erinnern uns, wir haben mehrmals jetzt auch gewechselt. Insgesamt, glaube ich, waren 70 Werte in der Zeit. Und ihr wisst, jetzt ist der DAX ja nicht mehr 30, sondern DAX 40. Das also die Geschichte, ja, Gegründungsjahr. Und es gibt nur von dem Gründungsjahr, der DAX ist 35 Jahre alt geworden. Und nun mal von den Jahren her, FAZ-Index 75 Jahre alt, S&P ist 65 und der älteste von allen ist der Dow Jones, Gründungsjahr 1884. Das war der DAX und der zweite Highlight, mein Favorite. Schon das zweite Mal jetzt, glaube ich, in diesem YouTube-Video dieses Telefon, diese Firma. Apple hat jetzt die 3 Billionen geknackt, 3.000 Milliarden überwunden, 3,02 Billionen am Freitag, ist nochmal 2,6%, glaube ich, gestiegen. Wow, was für eine Geschichte und ist mehr wert als England. Ja, und in der Rangliste ist Apple jetzt ganz, ganz weit vorne. An zweiter Stelle ist Microsoft. An dritter Stelle haben wir den Ölriesen Saudi Aramco mit 2,08 und danach kommt Google, Amazon und der aktuelle Chiphersteller Nvidia mit jeweils über eine Billion Dollar. Ja, aber 3 Billionen, über 3.000 Milliarden, das ist das Highlight. Meine Damen und Herren, wir haben Anfragen, wir haben Mails bekommen mit der Tagesstrategie. Erstmal vielen, vielen Dank für das zahlreiche Feedback, was uns auch über Mail erreicht hat. Wir werden eine Änderung hier machen. Wir lernen ja auch immer und möchten gerne diese Tagestrades und Wochentrades an meinem Computer im Handelsdesk machen. Und ich möchte hier auch kurz einen Anteaser machen. Wir werden heute den zweiten Teil für die Stop-Loss-Marken richten. Insofern für mich diese Woche ein Ausblick voraus von den News. Arbeitsmarktzahlen am Freitag, das sind für mich die wichtigsten Zahlen und auch Konjunkturbarometer. Und insofern wechsle ich jetzt schnell die Räumlichkeiten und wir sehen uns gleich an meinem Trading Desk.